Yo, was geht? Ich bin Kong. Willkommen. Das sind die Teufel mit BT. Ich habe das Paket jetzt zum dritten Mal bekommen. Und warum das gar nicht mal so gut ist, obwohl die Kopfhörer echt der Hammer sind und in meinen Augen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, erfahrt ihr jetzt. Kommen wir zum Zubehör. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Case eine Batterieabdeckung, ein 3,7 Volt Leon-Akku, ein kleines Beutel für das gesamte Zubehör, 3,5 mm Klinkenkabel, winziges Micro-USB-Kabel und ein Flugzeugadapter. Beim Design scheinen sich hier die Geschmäcker. Viele von euch wird das Design sicherlich gefallen. Mich stören hier ein paar Sachen, wobei ich mir denke, was zum Teufel hat sich Teufel beim Design der Hörer gedacht? Die Farbe zum Beispiel finde ich eher ungünstig gewählt. Auf allen Bildern im Netz sehen sie relativ dunkel aus, Richtung Anthrazit. In Realität werdet ihr jedoch überrascht sein, wie hell sie doch sind. Es ist eher grau mit einem Touch blau, was einem billigeren Look entgegenkommt. Eine dunklere Note hätte es deutlich besser getan. Auch das Logo an der Seite empfinde ich als unnötige Werbung für das Unternehmen. Man muss hier nun echt nicht überall sein Logo raufklatschen. Doch das sind nur Kleinigkeiten, die man getrost ignorieren kann. Viel schlimmer finde ich den Bügel. Hier fällt vorerst nichts Negatives auf. Erst wenn man diesen aufsetzt, merkt man, oh, irgendwie sieht das komisch aus. Problem ist hier, dass der Bügel einen sehr großen Bogen um den Kopf macht. Das sorgt einerseits dafür, dass sie auch gut für Menschen mit einem großen Kopf geeignet ist. Andererseits wirkt es bei normal- und kleinköpfigen überdimensioniert. Hier muss ich mir denken, wieso? Wie kommt man auf die Idee, so einen großen, riesigen, hässlichen Bügel zu designen? Angesichts der Kritikpunkte sind die Hörer prinzipiell aber nicht hässlich. Im Anzug sieht das Ganze durch den großen Bügel leider auch nicht so schick aus. Da empfehle ich euch lieber die Over-Ears von Sony oder die Bose QC35. Bei der Verarbeitung kann man sich eigentlich nicht beschweren. Der Mute BT besteht zum großen Teil aus Kunststoff, was sie angenehm leicht macht. Bei dem Stresstest werden die Teile zwar nicht beschädigt oder deformiert, jedoch sein Knarzen deutlich hörbar. Das liegt hier an der Reibung zwischen dem Kunststoff. Mich hat das Ganze nicht gestört. An der Stelle ein kleiner Hack für euch. Sollte euch das Ganze nerven, kann man hier an den knarzenden Stellen etwas Weichspüler, raufschmieren, kurz einwirken lassen und... Die Teufel Mute BT wiegen mit eingelegtem Akku 259 Gramm. Sie sind damit eher durchschnittlich leicht, schwer und haben ein angenehmes Gewicht beim Tragen. Im Vergleich dazu haben wir die Sony MDA-950 BT mit 293 Gramm und auf den Thron die Bose QC35-2 mit 223 Gramm. Die Ohrpolster bestehen aus einem weichen und angenehmen Viskomaterial. Neben der Wahl des Polsters spielt aber auch die Größe der Ohrmuschel eine wichtige Rolle zum Thema Tragekomfort. Dort punktet die Teufel bei mir nicht. Mit einem Innendurchmesser von 3,0 x 5,5 fallen die Ohrmuscheln für viele sicherlich nicht zu klein aus. Hier ist auch eine gute Tiefe von 2,1 cm gegeben. Mir hat das Ganze nicht gereicht. Auf meinen Riesenohren lagen sie schon fast on als Over-Ear. Für kurze Zugfahrten sicherlich gar kein Problem, aber auf Dauer war es schon ein bisschen nervig, insbesondere wenn man stark darauf geachtet hat. Nach dem ersten Öffnen werdet ihr merken, dass der Anpressdruck etwas hoch ist. Das Ganze bessert sich, je länger man sie trägt. Da ich aber gar keinen Bock hatte zu warten, bis sie sich ausdehnen, habe ich sie über Nacht meinen Anlage küssen lassen, was sie so viel angenehmer machen. Bei der Batterielaufzeit glänzen die Teufel auf voller Breite. Bei angeschalteten ANC und Bluetooth hätte Akku je nach Lautstärke sage und schreibe 35 Stunden 10 Minuten, 29 Stunden 35 Minuten und 29 Stunden 20 Minuten. Doch das Beste hört nicht bei der Laufzeit auf. Denn das wohl beste Feature, man kann den Akku austauschen. Dieser kann laut Angabe von Teufel einfach nachbestellt werden. Da sich um einen gewöhnlichen Warteakku handelt, kann man den auch über eBay bestellen. Hier konnte ich ihn für knapp 12 Euro finden. Ein Link dazu in der Beschreibung. Durch diese Möglichkeit hat man nun keine Angst mehr vor einem teuren Batteriewechsel. Bei Bose kostet ein Akkuwechsel pauschal 200 bis 300 Euro, was anders gesagt ein Totalschaden bedeutet. Für den Akku 10 von 10 Punkten. Auf der linken Seite des Ohrmuschels befinden sich drei Knöpfe. Zwei, um die Lautstärke zu bestimmen oder bei längerem Druck den Song zu wechseln. Der dritte ist fürs Abspielen, beispielsweise zum Aufrufen von Siri oder Google Now. Trotz des schönen Druckpunktes fühlen sich alle Knöpfe gleich an, was eine blinde Nutzung deutlich erschwert. Ebenfalls ungünstig ist der Schalter fürs ANC. Dieser ist nämlich derselbe, mit dem man die Kopfhörer an- und ausschaltet. Dadurch habe ich schon versehentlich so oft den Kopfhörer ausgeschaltet, wenn ich das ANC aktivieren bzw. deaktivieren wollte. Hier hätte man ruhig einen weiteren Schalter oder Button hinzufügen können. Neben den Buttons finden wir noch ein Micro-USB und ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Kabellos wird Teufel mit einer Reichweite von 20 Metern. Erreichen konnte ich mit meinem Mac 14 Meter, beim Handy waren es 18 Meter. 20 Meter sind hier doch schon ein bisschen aufgerundet. Das Active Noise Cancelling, kurz ANC, für die Geräuschunterdrückung ist für den normalen Alltag im Bus oder Zug völlig ausreichend. Im Verhältnis zum ANC King Bose QC35 ist das Ganze jedoch deutlich schwächer. Trotz alledem waren sie für mich auf dem Flug nach Vietnam ein wahrer Segen. Mir ist es wichtig, dass das ANC nicht zu sehr drückt. Nicht selten wurde mir beim QC35 schlecht, da das ANC zu stark war. Beim Teufel werden Gespräche leise, aber nicht komplett stumm. Turbinengeräusche jedoch sind kaum noch wahrnehmbar.
Auch beim Klang scheint die Community sich nicht einigen zu können. Manchen ist der Bass zu schwach, nicht teufeltypisch, andere hingegen finden es zu basslastig. Ich empfinde ihn als genau richtig und nutze ihn gern zum Bearbeiten von Videos. Durch den schönen, straffen und lebendigen Bass, aber auch gern in der Freizeit. Die Mitten werden klar herausgearbeitet und sorgen dafür, dass Stimmen in Film oder Gesang schön präsent bleiben. Insgesamt klingen sie angenehm neutral und eignen sich sowohl für Rock, Hip-Hop als auch Classic. Hohe Töne bleiben selbst bei maximaler Lautstärke klar, wobei bei der Lautstärke wir den ersten Kritikpunkt finden. Der Mute BT hat im Vergleich zu anderen Kopfhörern eine deutlich geringere maximale Lautstärke. Wenn ich Musik höre, befindet sich die Lautstärke immer knapp über der Hälfte. Beim Teufel kann es aber schon mal vorkommen, dass ich kurz vor Maximum schalten muss. Für mich ist das Ganze jedoch kein Nachteil, da mir die Ohren zu heilig sind, um sie aufgrund extrem lauter Musik zu zerstören. Für allen, denen das egal ist, über das AUX-Kabel lässt sich eine höhere maximale Lautstärke erreichen. Doch was hat mich nur am meisten gestört? Nach circa einem Jahr hatte ich einige Probleme mit meinem Modell. Daraufhin habe ich Teufel angerufen und am nächsten Tag kam ein Postbote vorbei, um die Dinge abzuholen. Kaum abgeholt, kamen auch schon die neuen Kopfhörer bei mir an. Hier ein fettes Lob an Teufel für diesen genialen Service. Aber nach circa einem halben Jahr hatte ich wieder das gleiche Problem. Beim Rennen haben die Kopfhörer bei aktivem AMC wieder angefangen zu knarzen. Gleiche Prozedere mit dem Umtausch, keine Diskussion, schnell, easy, unkompliziert. Bei diesem Paar hoffe ich nun, dass alles gut wird. Angesichts der vielen Kritik, die ich ausgesprochen habe, finde ich die Kopfhörer immer noch super. Design ist Geschmackssache und auch das Knarzen bei der Verarbeitung kann man mit etwas Modifikation entfernen. Durch den super Klang und das Power-Feature mit dem auswechselbaren Akku machen die Mute BT für mich zum nachhaltigsten Bluetooth-Kopfhörer auf dem aktuellen Markt. UVP befinden sich die Kopfhörer auf 200 Euro. Ihr könnt sie problemlos aktuell aber für 150 ergattern. Falls ihr das Ganze über Teufel bestellt, empfehle ich euch noch einen Newsletter-Gutschein zu holen. Das gibt euch nochmal 10 Euro Rabatt oder 10%. Damit sind sie für mich Preis-Leistungssieger in der Kategorie ANC Bluetooth-Kopfhörer. Die Mute BT erhalten von mir insgesamt 7,8 von 10 Punkten. Mich würde stark interessieren, wie eure Meinung zu diesem Design ist. Links zum Kopfhörer und zum Akku in der Beschreibung. Falls euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen oder Abo. In dem Sinne, spread some love and...